Liebe Schwestern und Brüder, legen wir das Evangelium zugrunde, das wir eben hörten. Wenn Jesus uns vor jeder Form von Äußerlichkeit und Heuchelei mahnt, haben dann nicht diejenigen recht, die sagen, was sind das für merkwürdige Formen, die ihr da beachtet oder eben inzwischen nicht mehr beachtet in der Fastenzeit? Intensive Zeiten des Gebetes, Übungen, ganz bestimmte Übungen für den Leib, wie das Fasten, das nun wirklich dazugehört. Widerspricht das nicht geradezu dem Evangelium? Es hängt, liebe Schwestern und Brüder, mit der Schwäche des Menschen zusammen, mit meiner und ihrer, dass es solche Zeiten geben muss. Denn wir müssen immer den Gesamtzusammenhang sehen, um den es geht. Was beginnt heute? Ja, wir sagen dann schnell die Fastenzeit. Es ist zu wenig. Es beginnt heute der lange und mühsame Weg nach Ostern hin. Und wer zugleich nicht wahrnimmt und weiß, dass Ostern das Fest aller Feste ist, der zentrale Inhalt des christlichen Glaubens, das Schönste, was wir überhaupt feiern können auf Erden, der versteht nichts, gar nichts. Dann ist alles äußerlich, inhaltslos, ein erstarrter Ritus, eine blöde Übung. Wir leben in einer solchen Gesellschaft. Ich staune immer, wenn gesagt wird, wir Deutschen hätten den Faschismus hinter uns. Erstaunlich, eine solche Aussage. Liebe Schwestern und Brüder, wir leben mitten in einem Gesinnungsfaschismus, der überhaupt nichts anderes mehr toleriert als das, was gerade Mode ist. Es ist Gesinnungsfaschismus. Alles andere wird gleichgeschaltet. Und wir machen das in der Kirche nach. Wo werden noch Feste gefeiert? Und wo gibt es die Vorbereitungszeiten für diese Feste? Alles ist gleich. Gehen Sie mal Land auf, Land ab in verschiedene Gottesdienste. Sie werden kaum einen Unterschied feststellen, wenn Werktag überhaupt noch etwas ist, zwischen Werktag und Sonntag, dem Advent und Weihnachten, der Fastenzeit und Ostern. Alles ähnelt sich, alles ist gleich langweilig und deshalb bleiben die Menschen weg. Sie bleiben weg, weil es ihre Konstitution nicht mehr ernst nimmt. Was ist unsere Konstitution? Und jetzt rede ich nicht über allgemeine Menschlichkeit. Ich rede über unsere als Christen. Wir haben in der Taufe, liebe Schwestern und Brüder, dieses Licht von Ostern, diesen unglaublichen Glanz eingepflanzt bekommen. Er wurde uns eingegossen und wohnt in uns. Dieses Leben, von dem wir Ostern singen werden, es ist stärker als der Tod, denn es ist das Leben Christi. Er hat den Tod besiegt. Es gibt den Tod nicht mehr. So? Und wie leben wir? Wir strahlen sozusagen von dieser Zuversicht. Wir leben genau das Leben wie alle anderen auch. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Das ist unsere Konstitution. Wir vergessen, was uns geschenkt wurde. Wir leben so dahin. Wir sorgen uns um dieses oder jenes. Der sogenannte Alltag verschluckt uns vollkommen. Wir passen uns diesem Gesinnungsterror an. Es ist doch schwer, dem zu entkommen, ich gebe das zu. Wo bleibt christliches Leben? Wo bleibt die Botschaft von Ostern das ganze Jahr über? Oder meinen wir, das wäre mit der Osternacht getan, wenn man da überhaupt noch hingeht? Schauen Sie mal, wie Ostern auch hier bei uns gefeiert wird. Das ringt den meisten vielleicht noch ein kleines Gähnen ab, das noch nicht einmal mehr eine Meldung in der Tagesschau wert. So feiern wir Ostern. Ist nicht die Tagesschau schuld, sind wir schuld. Wir tragen die Verantwortung dafür, für unsere Langweiligkeit, für unser Waffenstrecken, allem, was uns einfach überrollt. Wir setzen dem nichts entgegen.
Weil die Kirche von Anfang an um diese Konstitution des Menschen weiß, die damals übrigens nicht anders war, als sie heute ist, gibt es eine Vorbereitungszeit. Und das heißt für jeden und jede von uns persönlich, dieses eigene Licht der Taufe wieder zu entdecken, es freizulegen, dass wir heute einem durchaus tristen Tag und in den tristen, auch harten Wochen, die vor uns liegen, dieses Ziel, dieses Licht nie aus dem Auge verlieren. Ohne dieses Licht ist es vollkommen wertlos. Es ist Unsinn. Dann nehmen Sie besser an einem Fitnesskurs teil und freuen sich, dass Sie am Schluss ein paar Pfunde weniger haben. Ob Sie dann mehr strahlen, ist eine andere Sache. Hier geht es um das Licht, liebe Schwestern und Brüder. Hier geht es um das Strahlen. Hier geht es um das Leben, das seit der Taufe in uns ist. Und aus dem heraus wir leider oft nicht leben, weil wir ihm selber die Zugänge verschütten. Diese Wochen gibt es, damit die Zugänge wieder frei werden, damit das Licht seinen Weg finden kann, auch in meiner Existenz, trotz aller Sünde und trotz allem Schlimmen, das mir widerfährt oder das ich selber fabriziere. Dazu gibt es diese Wochen. Und dazu hilft seit der ältesten Zeit dieser Dreiklang, den uns Jesus im Evangelium nennt. Fasten, Gebet, Almosen. Das ist seit 2000 Jahren ein erprobter Weg, die eigene Taufgnade, das Licht, die Schönheit unseres Lebens wiederzuentdecken. Um diese Schönheit geht es, liebe Schwestern und Brüder. Um diese, wie es einmal Alexander Schmemann genannt hat, in diesen Wochen glanzausstrahlende Traurigkeit. Ja, es sind Wochen voll Traurigkeit. Wir gehen auf die Passion zu, aber Jesus geht durch die Passion in ein unvergängliches Leben, in das Licht von Ostern. Das, liebe Schwestern und Brüder, muss auch unser Pascha, unser Übergang werden. Wir dürfen den Übergang Jesu zu unserem eigenen machen. Und deshalb sollen wir uns durchaus anstrengen in diesen Wochen. Wir sollen mehr beten. Wir sollen es intensiver tun. Ja, wir sollen unseren Leib in Zucht nehmen und fasten. Und nicht nur auf dieses oder jenes, sondern richtig fasten. Die Anregungen dazu liegen hinten, können Sie gerne mitnehmen. Beobachten Sie davon, was Sie irgend können. Und Almosen geben. Unbekannt, ohne großes Aufsehen, vielleicht sogar mal ohne Spendenquittung. Etwas geben, von dem Sie denken, der braucht es, ohne vorher 7-mal zu fragen. Dieser Weg, liebe Schwestern und Brüder, macht uns nicht nur kurzfristig irgendwie froh. Er führt uns in das Leben hinein. Was ist das für ein Leben, sagen Sie vielleicht, das kenne ich irgendwie nicht. Deshalb ist diese Zeit vor Ostern auch eine liturgische Zeit. Die Liturgie ist ein Vorgeschmack dieses Lebens. Und wo sie es nicht mehr ist, ist sie keine Liturgie mehr. Wenn ich heute immer wieder Sätze lese, die Liturgie soll das abbilden, was in der Gemeinde gerade passiert. Das ist keine Liturgie. Das ist eine Infoveranstaltung. Das braucht niemand. Das kann auch sein. Aber an dem Ort, wo wir Gottesdienst feiern, braucht das niemand. Das ist keine Liturgie. Liturgie ist ein Vorkosten dessen, was Gott uns als Leben ermöglicht seit Ostern. Seit jener Nacht, in der Christus aus dem Grab entstieg und Gott den Tod zunichte gemacht hat, strahlt das Licht in der Liturgie und gibt uns einen Vorgeschmack auf den Himmel. Das ist Liturgie. Und das dürfen wir erleben. Das dürfen wir vorkosten, wenn man so will. Und das ist das, was uns zieht. Lassen wir uns durch diese harten Wochen, die wir uns auferlegen sollten, ziehen von jenem Licht, von jenem Geschmack des Lebens, der seit Ostern in der Welt ist.